Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute im Studio den Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 15. September. Hallo, na, 15. September, richtig. Ja, am 15. September gibt es auch ein Geburtstagskind und wer hat Geburtstag am 15. September? Das ist der Dennis Schröder. Sagt ihr das was? Ja. Ja. NBA-Star. NBA-Star, genau, ja. Deutscher NBA-Star neben... Dirk Nowitzki? Dirk Nowitzki, genau, das ist er. Der andere. Ja, ja, ja. Ein bisschen älter wahrscheinlich. So. Der Dirk ist jünger. Dirk ist jünger? Der Dirk ist älter, der Dennis ist jünger. Der meine ich ja. Du machst mich ganz kirre, Mann! Sorry. Ja, pass mal auf, was gleich kommt. 1993 geboren. Ja, der Dennis. 93. Oh, dann hat er natürlich was geschafft, ne? Ja, das ist ein junger Hüpfer. Ja. Ja. Und am 15. September aber, da ist auch was passiert. Ist es? Ja. Ah ja, 1982. 1982? Ja. Hier der, jetzt muss ich... Arafat. Arafat, ja. Das war hier so ein Palästinenserführer. Ja, hier Freiheitskämpfer war das. Ja. An der Front. Ja. Der war beim Papst. Ja. Beim Und das war am 15. September. Ja. Johannes Paul, der Zweite. 1982. Und ich weiß, das ist ein großes Ding, weil der ja als Palästinenserführer beim Papst war, ist natürlich eine Riesenbotschaft. Ja, Hand in Hand. Richtig. Aber heute am 15. September ist auch... Gott, das ich weiß schon. Was denn? Oha. Heute ist der Weltprostatatag. Ja, große Hafenrundfahrt. So ungefähr, genau. Ja. Mit der Prostata hast du jetzt noch nichts zu tun? Nein. Ich auch noch nichts, ich bin auch noch zu jung dafür. Aber bald... Wollen wir nochmal so einen kleinen nebenbei... Was sagt der Patient zum Arzt? Also, wo soll ich meine Unterhose hinlegen? Da sagt der Arzt, neben meine. Weißt du? Okay. Neben meine. Neben meine. Ja. Was hat das mit dem Prostata zu tun? Ja, die große Hafenrundfahrt ist gerade und der Patient fragt, wo er seine Unterhose hinlegen darf. Was meinst du mit gerade großer Hafenrundfahrt als? Ach so. Nachgucken. Ja, jetzt verstehe ich. Für Erwachsene. Bist du gemustert worden? Ja. Warum sagst du das so komisch? Ja, weil ich danach... Eine Woche da war und dann zwei Wochen KZH. Was ist KZH? Krank zu Hause. Und dann war ich wieder raus. Achso, du warst... Das heißt, du hast gar nicht gedient? Nee. Aber viel schlimmer ist Marvin, der hat gar nichts gemacht. Ich war wenigstens drei Wochen da. Also eine Woche. Ja, Gonzales hat gar nichts gemacht? Nee, gar nichts. Wie gar nichts? Ja, aber gar nichts. Ja, hat er verweigert? Ja, ein richtiger Bandit. Ach so, aber du hast... Ich war wenigstens da. Und hab mal geguckt, wie das abläuft. Ich bin ausgemustert worden. Ah. So. Ach du! Guck mal, der nächste. Ja. Und am 15. September? Konrad Adenauer. Konrad Adenauer? Bundeskanzler geworden, das erste. Das erste Mal? Das erste Mal. Ja. Wann war das? Da muss ich mal eben kurz nachgucken. 45? 49. 49? 49. Achso, nee, 45. War ja gerade zu früh, natürlich, ja. Klar. 49. Ja. Konrad Adenauer ist am 15. September 1949 Bundeskanzler geworden. Ja. Ja. Hättest du es auswendig gewusst? Also das Jahr wenigstens. Also ich wusste ja nicht, ich hätte jetzt 45, weil Quatsch. Nee, ich hätte das ja nicht gewusst. Nee. Aber man muss auch sagen, mit einer Stimme hat er gewonnen. Das ist nochmal. Mit einer Stimme Vorsprung. Mit einer Stimme Vorsprung. Ja, Vorsprung. Ja, also eine Stimme mehr als der andere. Ja, oder genau. Die anderen. Mit einer Stimme, mit seiner. Ja! Vielleicht war Ehrenbruder gesagt, ich hier, der andere. Hat er gesagt? Vielleicht, ich weiß man ja nicht. Das ist 49 gewesen. Fragen können wir ihn ja auch nicht mehr. Manche stellen sich jetzt vielleicht die Frage, wieso haben wir eigentlich den Clint eingeladen? Ne? Haben wir gedacht, Mensch, der Clint? Bin ein dufter Typ. Der kommt mal mit. Der ist eine Marke und deswegen kann man den mal da hinsetzen und mal was erzählen lassen. Ja. Eigentlich kannst du alles erzählen lassen. Ist egal, ob es jetzt vom Arafat ist, vom Palästinenser, vom Konrad Adenauer, vom Prostata Hafenrundfahrt. Scheißegal. Der kann einfach mal erzählen. Einfach hinsetzen, und ich höre gerne zu. Und es gibt auch einige andere, die gerne zuhören, aber nur Scheiße. Entschuldigung. Ja, ist egal. Ja. Das ist ja freies Land. Das war der 15. September. Ja, war ja. Und morgen ist der 16. September. Da sehen wir uns wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr bei Gonzales und Clint mal auf dem Kanal reingucken und den auch abonnieren und ja, liken und was weiß ich. Dies, das, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Hier auch. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.